Offenbach bei Frankfurt, Mitte der 90er Jahre. Genauer gesagt, Main Park. Ein Gebäudekomplex aus 5 Hochhäusern mit jeweils 14 Stockwerken. Hier machte der Main eine Biegung und so mancher Offenbacher am liebsten die Biege. Drogen, Junkies und Kriminalität gehörten hier zum Alltag. Insgesamt kein optimaler Ort für eine unbeschwerliche Kindheit. Doch im 7. Stock eines der Hochhäuser wuchs jemand auf, der da trotzdem durch musste. Aykut Anhan, heute besser bekannt als Haftbefehl. Wir fragen uns, wieso waren er und seine Familie an diesem Ort? Inwiefern prägte ihn diese Zeit in solch einem Umfeld? Und vor allem, wie genau schaffte er den Absprung? Die Eltern von Aykut waren in den 80er Jahren aus der Türkei als Gastarbeiter nach Hessen gekommen. In den Taschen hatten sie damals nur das Nötigste. Während der Vater, ein sasarischer Kurde, aus dem Osten des Landes stammte, kam seine Mutter wiederum von der Schwarzmeerküste. Aykut und seine Brüder waren also halb türkisch, halb kurdisch. Ausgeben tun sie sich bis heute wohl dennoch eher als Kurden. In der Hermann-Steinhäuser-Straße 4, der Anschrift ihrer Unterkunft im Mainpark, waren sie mit ihrer ausländischen Herkunft in bester Gesellschaft. Doch auch unabhängig von ihrer Nationalität lautete die allgemeine Tätigkeit der Bewohner hier Zeit totschlagen. Die Sinnlosigkeit und die mangelnden Perspektiven ignorieren, so beschreibt es Aykuts Bruder. Um dem womöglich entgegenzuwirken, versuchte es sein Vater nach der Ankunft als Gastarbeiter in der Fabrik des Autoherstellers Opel. Die anstrengende Arbeit gefiel ihm aber scheinbar gar nicht und nach nur 6 Monaten verlor er seinen Job wieder. Aykuts Bruder erinnert sich, ihr Vater war im Viertel trotzdem ein respektierter Mann, jemand mit Charisma. Er musste einen angeblich nur anschauen und schon hätte man innegehalten. Eine berufliche Alternative musste her. So eröffnete Aykuts Vater eine Spielothek, die auch türkische Live-Konzerte veranstaltete. Eine der ersten Locations in Deutschland, in denen die Gastarbeiter zur Musik ihrer Heimat tanzen konnten. Und das Geschäft lief schon bald gut. Am Ende des Tages waren wohl regelmäßig 5.000 bis 10.000 Euro in der Kasse. Viel Geld, das aber nicht in Aykuts Spielzeug reinvestiert, sondern als Wetteinsatz verzockt wurde. Jeden Abend ging das so. Aykut ging zu der Zeit zwar schon in die Schule, bekam von der Spielsucht seines Vaters jedoch nichts mit. Er bemerkte nur, die finanzielle Situation der Familie wurde immer schlechter. Eine Abwärtsspirale, die 1999 ihren Tiefpunkt erreichte. Sein Vater sah keinen anderen Ausweg mehr und nahm sich das Leben. Was für ein Schock. Rückblickend musste es für Aykut und seine Brüder ein Dammbruch gewesen sein. Erst im Nachhinein verstanden sie, ihr Vater hatte unter starken Depressionen gelitten. Die ganze Struktur der Familie kam so ins Wanken. Der Vater als Kontrollinstanz fehlte plötzlich, während seine Mutter auf einmal auf sich gestellt war und sich allein um ihre Kinder kümmern musste. Was macht das mit einem pubertierenden 14-Jährigen, der ohnehin mit seiner Umgebung zu kämpfen hat? Für Aykut jedenfalls war der Verlust seines Vaters natürlich unfassbar hart. Doch die Straße nahm ihn in den Arm, wie er es selbst gerne formuliert. Das heißt nichts anderes als, dem Verkauf von Drogen am berüchtigten Marktplatz in Offenbach stand nichts mehr im Wege. Aber die erste Anzeige wegen räuberischer Erpressung flatterte ebenso schnell ins Haus und ein 2-wöchiger Kurzarrest im Knast war die Folge. Man bedenke, Aykut war da, wie gesagt, gerade einmal 14 Jahre alt. Als er wieder rauskam, schwor er sich in seinem Leben nie wieder ins Gefängnis zu gehen. Würde ihm das gelingen? Seiner Erinnerung nach wollte oder konnte er sich nämlich immer noch nicht ans Gesetz halten. So besuchte er die Schule ab der 7. Klasse nur noch unregelmäßig und irgendwann gar nicht mehr. Eine Ausbildung durchzuziehen hatte ebenfalls nicht geklappt. Zu verführerisch war der Gedanke, an einem Tag als Dealer vermeintlich mehr verdienen zu können als bei legaler Arbeit im gesamten Monat. Und so häuften sich die Anzeigen gegen Aykut über die Jahre immer weiter, bis sie ein solch hohes Ausmaß angenommen hatten, dass der Staat einen Haftbefehl gegen ihn anordnete. Mit 18 Jahren sah also plötzlich keine andere Möglichkeit mehr, als das Land zu verlassen. Noch einmal in einer Zelle abhängen wollte er ja auf keinen Fall mehr. Und erst recht nicht über 3 Jahre lang.
Waren in Deutschland die letzten Jahre nur so an ihm vorbeigerauscht, kam er im Ausland das erste Mal ins Grübeln. Was mache ich nun hier? Soll ich weiter kriminell sein? Das geht nicht. Die machen mich doch kalt. Zurück in die Heimat konnte Aykut auch erstmal noch nicht. Und so begann er das, was man auch als Schreibtherapie bezeichnen könnte. Sein schwieriges Leben in Rap-Texten zu verarbeiten. Über 2 Jahre verbrachte er nun in Istanbul, notierte viele Zeilen und ließ die Zeit einfach so davonstreichen. Je mehr er sich mit der Deutschrap-Welt auseinandersetzte, desto mehr wurde ihm klar, das muss doch noch viel besser gehen, viel authentischer. Zurück in Deutschland musste sich Aykut aber erstmal um den Haftbefehl kümmern, der immer noch gegen ihn lief. Denn er wusste, nur Idioten gehen in den Knast. Einsichtig und gleichzeitig offensiv begab er sich also unangekündigt ins Büro des Amtsrichters. So erinnert sich Aykut an das Gespräch. Herr Anhan, was machen Sie denn hier? Euer Ehren, ich möchte nicht mehr davonlaufen. Deswegen habe ich jetzt wieder einen festen Wohnsitz in Deutschland und mir eine Ausbildungsstelle besorgt. Ich würde Sie also bitten, den Haftbefehl endgültig zurückzunehmen. Ich werde keine Faxen mehr machen. Ich schwöre. Der Richter überlegte einen Augenblick und musterte ihn von oben bis unten. Hören Sie mal zu. Sie gehen jetzt aus dem Gerichtsgebäude raus. Streng genommen müsste ich dann eigentlich unten anrufen und Sie verhaften lassen. Aber nee, Sie dürfen gehen. Was für eine Erleichterung. Bis heute ist Aykut dankbar für die Gutmütigkeit des deutschen Staats. Und auch wenn er geschworen hatte, sich an die Vereinbarungen zu halten, gelang ihm das nur ein paar Monate lang. Erneut war das schnell verdiente Geld auf der Straße zu verlockend und wenig später im eigenen Wettbüro. Als Konstante blieb lediglich das Rappen, was nach und nach zu erster Aufmerksamkeit führte. Schnell wurden so auch erste Labels auf ihn und seine Songs aufmerksam. Was schon damals das Besondere daran war? Aykut oder fortan Haftbefehl kam wirklich von der Straße und rappte davon, was er erlebt hatte, was nicht zuletzt an seinem Rappernamen deutlich wird. Man kaufte ihm als Hörer alles ab, was bei den einen zu großer Bewunderung und bei den anderen erst noch zu starker Abneigung führte. Haftbefehl polarisiert bis heute und begeistert mit seiner gelebten Authentizität längst nicht mehr nur die Leute, die Ähnliches durchlebt haben wie er. Feiert ihr Haftbefehl? Chele und Abdi, zwei alte Weggefährten aus Frankfurt, tun das bestimmt. Schaut euch also unbedingt den Germania-Beitrag über die beiden Jungs an. Und ein weiteres interessantes Video ist hier ebenfalls verlinkt. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograph.